Krankschreibung per Telefon, warum das ganz gefährlich ist, vor allem für die Arbeitnehmer. Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht auf Kündigungsschutz spezialisiert. Und bei diesem Thema werden wir, so ist meine Prognose, praktische Fälle hier bekommen, über die ich dann auch anonym natürlich wie immer berichten werde. Ein großes Problem tut sich aus meiner Sicht in der aktuellen Situation auf. Was ist die aktuelle Situation? Viele Unternehmen müssen Corona-bedingt oder eigentlich liegen die Probleme schon, sind die schon viel älter, aber man nimmt Corona zum Anlass, wollen Arbeitnehmer entlassen müssen oder wollen oder beides. Ja? Arbeitnehmer entlassen. Und diese Krankschreibung per Telefon ist eine sehr gefährliche Geschichte für den Arbeitnehmer. Ich werde in diesem Video darstellen, warum. Und sie ist unter Umständen eine gute Chance für Arbeitgeber, den Arbeitnehmer etwas leichter loszuwerden. Und da liegt natürlich dann umgekehrt auch schon die Gefahr für den Arbeitnehmer. Das ist eine gravierende Gefahr, die ich im zweiten Teil des Videos nochmal ganz detailliert darstellen und begründen werde. So ist dieses System aus meiner Sicht auch noch nicht zu Ende gedacht. Am Anfang möchte ich aber nochmal sagen, warum auch schon diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungsproblematik per Telefon grundsätzlich schon mal ein Problem sein könnte. Das hängt so ein bisschen von der technischen Umsetzung ab, über die wir noch nichts wissen. Jetzt wird man vielleicht nochmal sagen, vielleicht das als Einschub, das hatten wir schon mal im Frühjahr, ich weiß, habe ich auch schon darüber berichtet. Im Frühjahr hatten wir aber eine andere Situation. Wir hatten eine große Solidarität. Arbeitgeber, Arbeitnehmer waren gleichermaßen geschockt von der Situation, sage ich mal, und haben an einem Strang gezogen. Das habe ich jetzt nicht mehr. Ich sehe das bei den Masken, ich sehe das beim Homeoffice. Die Situation hat sich verändert. Wir haben die ersten Abmahnungen, wir haben die ersten Kündigungen. Das hatten wir alles direkt deswegen im Frühjahr nicht. Wir hatten da auch Abmahnungen, Kündigungen haben wir immer, aber aus anderen Gründen. Jetzt geht es aber los damit. Und deswegen darf man als Arbeitnehmer jetzt auch nicht so blauäugig sein. Und das, was in den Medien teilweise berichtet wurde, ich habe mich hier nochmal durchgeklickt, tut mir leid, aber das bringt nicht ausreichend die Probleme zum Ausdruck. Ja? Und das will ich hier nachholen. Also erstes Problem der kleineren Art ist folgendes. Im Gesetz steht, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung muss am dritten Tag beim Arbeitgeber sein, beziehungsweise muss bis zum dritten Tag erteilt sein, muss dann entsprechend mit Postlaufzeit und so weiter zum Arbeitgeber. Ganz grob, ja. Ich gucke jetzt nicht genau nach, also halte ich mich jetzt nicht am dritten Tag oder so, da ist jetzt völlig wurscht. Die muss jedenfalls zeitnah beim Arbeitgeber sein. Ja, da gibt es ja auch wieder Rechtsprechung, bis wann und so weiter. Das ist aber nicht das Thema. Das Thema ist hier folgendes. Telefonische Krankschreibung beim Arzt, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wird direkt von der Arztpraxis an die Krankenkasse übermittelt. In den seltensten Fällen ist die Krankenkasse aber der Arbeitgeber. Das ist ja jemand anders. Der Arbeitgeber hat sie ja dadurch nicht. Ja? Und es durch diesen durch diese Regelung des gemeinsamen Ausschusses, dass hier wir jetzt diese Krankschreibung per Telefon befristet bis zum 31.12. zunächst haben, durch diese Regelung ist auch nichts darüber gesagt, dass, oder das kann auch dieser Ausschuss gar nicht entscheiden, dass diese gesetzliche Pflicht aufgehoben ist und auch die arbeitsvertragliche Pflicht, wonach die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gleich eingeholt werden muss am ersten Tag, die besteht auch weiter. Der Ausschuss appelliert hier zwar an die Arbeitgeber, da ein bisschen, sage ich mal, wie sagt man, fünfe gerade sein zu lassen, aber das ist ja keine Verpflichtung, ein Appell. Ja? Das macht ja die Regierung auch schon die ganze Zeit in Corona, dass man immer appelliert, statt mal vernünftige gesetzliche Grundlagen zu schaffen. Anderes Thema. Ja? Verlässliche gesetzliche Grundlagen, das ist der große Vorwurf, den ich von Anfang der Pandemie hatte. Damals habe ich noch gesagt, na gut, damit hat auch niemand gerechnet, stimmt zwar nicht, wir haben ja sogar diesen Pandemieplan 2012, aber nicht mal in der ganzen Zeit jetzt wurde das angegangen. Alles, was jetzt passiert in den nächsten Wochen, ist absolut absehbar gewesen. Das sind keine Überraschungen mehr. Also vielleicht kommen auch noch Überraschungen, aber das, was absehbar war, wurde aus meiner Sicht nicht ordentlich bearbeitet. Ja? Ich werde da dranbleiben, weil es ist zwar blöd immer zu sagen, ja, habe ich doch gesagt, nur wir müssen ja irgendwie mal weiterkommen. Wir müssen ja ein bisschen Druck erzeugen, dass wir mal zu vernünftigen Regelungen kommen, die wirklich auch eine rechtsstaatliche Basis haben. Ja? Nur weil das Herr Söder jetzt gerade sagt, ist es nicht falsch. Sie wissen, sage ich hier immer wieder, ich bin kein Freund von Herrn Söder und ich verstehe auch nicht, warum der Typ mal nur redet, statt mal da so ein bisschen Druck aufzubauen, dass auch was passiert. Nur inhaltlich ist es völlig richtig. So, jetzt nochmal zu dem großen Problem, was hier
bei der ganzen Geschichte besteht. Und das ist Folgendes. Wir müssen uns dafür nochmal kurz zurücklehnen und überlegen, wofür und warum gibt es eigentlich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung? Mit der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung schafft der Arzt ein Instrument, das einen hohen Beweis des ersten Anscheins bewirkt. Das können Sie sich ungefähr vorstellen, wie wenn Sie hinten auf ein Auto rauffahren. Wer hat Schuld? Der rauffährt in der Regel. Das ist widerlegbar, wenn sich rausstellt, der vorne hat das mit Absicht provoziert, der ist ohne erkennbaren Grund voll in die Eisen gegangen hat. Ja. Aber erstmal, der hinten auffährt, sagt man so, hat keine Chance. So etwa funktioniert die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Wenn der Arbeitgeber sagt, du bist nicht krank, lieber Arbeitnehmer, dann legt er seine AU vor und sagt, hier. Und wenn der Arbeitgeber sagt, ich zweifle das an, ich kündige oder ich zahle keine Entgeltfortzahlung, ja, oder ich mache eine Abmahnung, dann klagt man als Arbeitnehmer dagegen, legt die AU vor und sagt, hier, ich war beim Arzt und der hat mich gesehen. Und wenn der Arbeitgeber das immer noch bezweifelt, kann man den Arzt von der Schweigepflicht entbinden und als sachverständigen Zeugen benennen. Merken Sie was? Merken Sie das Problem? Was soll der Arzt als Zeuge, wenn der Sie gar nicht gesehen hat? Das ist ein großes Problem. Großes Problem. Aber das Problem fängt fast noch früher an. Wenn wir dieser hohe Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, woraus resultiert der denn? Was denn der Hintergedanke? Beim Auffahrunfall, gehen wir nochmal kurz zurück, ist es der Hintergedanke, der hinten ist, kann steuern, der vorne ist, was soll der denn machen, wenn dem einer hinten reinknallt? Also ist der hinten schuld. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Prima Fazit, Beweis des ersten Anscheins. Ist erschütterbar, indem man vorträgt, was da die besondere Situation war. Zum Beispiel der vorne hatte keine Bremslichter. Was sollen die machen? Sie knallen darauf, sie sehen ja nicht, dass der bremst. Ja, als Beispiel. Das muss dann aber der beweisen, der von hinten kam, schwierig. Vielleicht durch den Sachverständigengutachten. Vielleicht durch Zeugen, die auch hinten waren und gesehen haben, da waren keine Bremslichter und trotzdem hat der gebremst. Wie ist das hier? Hier gehen wir, dieser hohe Beweiswert, der kommt daher, dass es klare Richtlinien gibt, wie Ärzte so eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erstellen dürfen und wann. Die gibt es immer noch. Durch die telefonische Krankschreibung sind ja diese Vorgaben nur geändert worden, aber ja nicht völlig aufgehoben. Und diese Regeln, die es gibt, die sind aber so, dass man sagt, ein Arzt guckt den sich an, der kann immer noch simulieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er das schafft bei einem Arzt, der jetzt nicht seinerseits schon dafür bekannt ist, dass er immer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder vielleicht noch damit wirbt, dass er generell die erstellt, weil er alle sowieso für krank hält. Ja, gibt ja so Leute, die sagen, diese ganze Gesellschaft ist krank. Ja, wenn man also davon ausgeht, ein Arzt hat ihn untersucht und hat gesagt, okay, der ist krank, arbeitsunfähig, krank, wissen Sie ja immer, sind wir ja nicht, das ist ja nicht das Thema hier, sondern es geht ja darum, er ist aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, die vertraglich geschuldete Leistung zu erbringen. Wenn das der Fall ist, dann kriegt er die AU. Wenn jetzt aber aufgrund dieser befristeten Änderung nicht mehr untersucht wird, sondern nur noch fernmündlich über die Symptome geredet wird, sieht doch die Sache ganz anders aus. Warum haben wir da noch so einen hohen Beweiswert? Ich würde sagen, in diesen Fällen ist der Beweiswert nicht mehr so. Meine Prognose, die Gerichte müssten sagen, prima facie gilt in diesen Fällen nicht, denn der konnte dem ja sonst was am Telefon erzählt haben. Es könnte ja ein anderer gewesen sein. Ja? Nun verlangt ja diese telefonische Krankschreibung, dass es ein Arzt ist, den man kennt und so weiter. Ja? Aber trotzdem können Sie dem auch Symptome vorlesen. Jeder von uns kann Erkältungssymptome schildern. Ich rufe den Arzt an und sage, hey, ich habe ein bisschen Kratzen im Hals, ich habe ein bisschen Jucken in der Nase, es läuft ein bisschen und ich fühle mich irgendwie so platt. Das kennt doch jeder, hat doch jeder schon gehabt. Ja? Und sagt der Arzt, leichte Erkältungssymptome. Reicht für eine AU, weil das ist ja genau der Fall, wann der Anruf reicht. Große Probleme. Ich glaube, man kann nicht mehr von einem Beweis des ersten Anscheins für diese Fälle der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sprechen. Ob das den ganzen Wert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kippt oder nicht, da muss ich noch drüber nachdenken, würde ich jetzt im Moment nicht sagen, aber in diesen Fällen haben wir den jedenfalls nicht. Was bedeutet das? Wenn der Arbeitgeber das Ganze anzweifelt, dann könnte er jetzt kündigen und der Arbeitnehmer muss den Vollbeweis antreten. Der hat ja, die AU-Bescheinigung in diesem Fall ist noch nichts wert. Der Arzt hat den nicht untersucht. Jetzt muss der Arbeitnehmer beweisen, dass er krank war.
Sachverständigenzeugnis des Arztes. Ja, was soll der Arzt sagen? Ja, ich habe da mit jemand telefoniert. Mit wem denn? Ja, das war mein Patient. Ja, ich sage jetzt mal, wie ich den befragen wurde auf Arbeitgeberseite. Ja, ja, ach so, das war Ihr Patient. Woher wissen Sie das denn? Na, ich kenne seine Stimme. Sie kennen, wie viele Patienten haben Sie? So und so viel. Wann war der zuletzt bei Ihnen? Vor 2 Jahren. Sie kennen seine Stimme? Wirklich? Ja, nee, ich sag mal so, wenn der irgendwo an der Stelle einknickt bei der Befragung, ist schon Feierabend für den Arbeitnehmer. Aber ich tue jetzt mal so, als ob der noch sagt, ja, doch, den kenne ich. Der ist wirklich jede Woche bei mir. Der hat ganz viele Probleme. Schon mal doof, ja, wenn der Arbeitgeber das erfährt. Aber im Rahmen der Befragung, das will man ja nun nicht. Aber gut, ja, schon mal alles doof, merken Sie, ja, was da passiert. Aber jedenfalls wird der Arzt dann da ausgequetscht. Und wenn der Arzt, wenn da Zweifel bleiben und die werden bleiben, dann wird das nicht ausreichen. Was kann man tun? Man könnte dann noch sagen, es gibt ja noch andere Zeugen. Meine Ehefrau, meine Kinder oder wen auch immer. Und die dann als Zeugen benennen und damit dann den Beweis führen, dass man was war? Arbeitsunfähig. Naja, leichte Erkältungssymptome, die kann man vielleicht da irgendwie beweisen. Und man könnte dann vielleicht sagen, ein Gericht würde dann wahrscheinlich sagen, ja, aber damit sind Sie in Corona-Zeiten zumindest auf jeden Fall nicht arbeitsfähig. Das wissen wir selber als Gericht und Sie dann retten. Aber ich hoffe, jeder merkt bei dieser Schilderung, dass das eine heikle Geschichte ist. Dass da doch für die Praxis ganz erhebliche Probleme sich hinter verbergen. Einmal ganz struktureller Art, Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und einmal ganz konkreter Art, was ist denn in so einem Fall, wie geht denn dieses Gerichtsverfahren nachher aus? Wenn die Corona-Keule richtig zuschlägt, dann werden die Gerichte da sehr tendenziell sehr nachsichtig sein, weil sie sagen, naja, Mensch, die besondere Situation, und die werden versuchen, den Arbeitnehmer zu retten. Aber stellen Sie sich mal vor, es ist ein Arbeitnehmer, der schon ganz oft krank war und wo es schon öfter mal Probleme gab, der vielleicht schon genau deswegen eine Abmahnung hat. Merken Sie was? Da wird es dann wirklich für den Arbeitnehmer zumindest heikel. Fazit und Tipps für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Tipps für die Arbeitnehmer: Wenn Sie mit dem Arbeitgeber schon Probleme hatten, dann gehen Sie lieber trotzdem zum Arzt. Ich kann Ihnen leider keinen anderen Rat geben, wenn Ihr Arbeitsverhältnis Ihnen ganz wichtig ist. Ja? Oder fragen Sie zumindest vorher den Arbeitgeber, ob das okay ist, so, ob der das vielleicht sogar will. Lassen Sie sich das schriftlich bestätigen vom Arbeitgeber. Dann kommt er da nicht mehr von weg. Dann hat er quasi auf den Beweis verzichtet. Das ist dann wie eine Art Einigung, dass Sie arbeitsunfähig sind. Ja? Wenn der Ihnen das so bestätigt, sagt, bleiben Sie zu Hause, ich will Sie hier gar nicht haben. Gucken Sie, was der Betriebsrat, reden Sie mit dem Betriebsrat. Der Betriebsrat hat hier möglicherweise auch Mitbestimmungsrechte, die er für dieses Verfahren ins Feld führen kann. Mein Kollege Philipp Stühler-Walter, der hat auch einen YouTube-Kanal, der hat dazu mal ein Video gemacht, wo er das so ein bisschen darlegt. Der ist auch Spezialist in dem Bereich. Ja, gucken Sie sich das Video nochmal an. Ich bin da ein bisschen zurückhaltender, was diese Mitbestimmungsrechte betrifft. Aber das wäre auf jeden Fall noch eine Variante über den Betriebsrat, das vorher zu klären. Und Sie können sich auch auf den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz vielleicht noch stützen, wenn der Arbeitgeber es bei den Kollegen akzeptiert. Da könnte man vielleicht auch noch mit argumentieren. Insgesamt aber die, die schon auf der Abschlussliste stehen, Vorsicht. Auf Arbeitgeberseite, ja, wenn Sie einen Arbeitnehmer haben, den Sie loswerden wollen, der schon oft krank war, Sie haben gehört, wie das jetzt leichter vermutlich gehen könnte und welche Möglichkeiten sich da für Sie bieten. Ich muss dazu sagen, ich sage hier jedem, informiere jeden über seine Rechte und Pflichten. Ich finde es in Zeiten von Corona nach wie vor ganz, ganz wichtig, dass alle an einem Strang ziehen, die Arbeitsvertragsparteien. Ja? Aber nichtsdestotrotz gibt es halt auch Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die das anders sehen, und letztendlich ist niemand vorzuwerfen, wenn er seine individuellen Rechte durchsetzt. Das ist nun mal in einem Rechtsstaat so möglich und üblich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie gerne den Kanal. Ich bleibe speziell bei diesem Thema am Ball. Wir haben am Mittwoch, ich weiß jetzt nicht genau, wann wir dieses Video senden, aber am Mittwoch, 21.10. morgens, habe ich eine Aufzeichnung mit dem RBB. Der macht ein größeren Beitrag zu dem Thema Arbeitsunfähigkeit, und da werde ich meine Meinung dazu auch nochmal sagen, und da wird es auch dann nochmal so ein bisschen aus der Praxis so rundum Informationen geben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, abonnieren Sie gerne den Kanal, und ja, in Kündigungssachen Arbeitgeber, Arbeitnehmer, denken Sie an die kostenlose Möglichkeit, hier eine telefonische Erstberatung zu bekommen. Danke. Tschüss.